In der Gemeinde Vaslala wohnen heute rund 44.000 Menschen, mitten in der autonomen Nordatlantikregion in Nicaragua. Die meisten der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern leben von der Landwirtschaft, vor allem vom Kakaoanbau. Mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 1,1 Millionen Tonnen Kakao liegt das zweitärmste Land Zentralamerikas an 35. Stelle der kakaoproduzierenden Länder. Für viele ein hartes Geschäft, denn die Preise bestimmt der Weltmarkt. Kleinbäuerliche Betriebe haben kaum Chancen auf Mitsprache. Um von der Ernte leben zu können, haben sich die Menschen aus Vaslala bereits 1996 zur Kooperative Akavas zusammengeschlossen, mit dem Ziel, als Interessensvertretung mit einer stärkeren Stimme aufzutreten, die Vermarktung besser zu organisieren und nachhaltig zu produzieren. Seit 2008 ist die Kooperative Fairtrade zertifiziert und der Kakao trägt das Fairtrade-Gütesiegel. Davon profitieren die Menschen. Der Fairtrade-Mindestpreis garantiert ein sicheres Einkommen. Zusätzlich erhalten sie eine Fairtrade-Prämie, um dringend notwendige Bildungs-, Gesundheits- oder Umweltprojekte finanzieren zu können. Dadurch gelingt es aber auch, die Landwirtschaft zu modernisieren und weiterzuentwickeln. Übrigens produzieren die Bäuerinnen und Bauern von Akavas jedes Jahr 30 Tonnen Kakao. Ein Teil davon kommt nach Österreich und wird als kostbarer Rohstoff heimischer Qualitätsschokolade verwendet. Fairtrade Österreich wird seit 1996 von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt, als wichtiger Partner bei der Minderung von Armut, der Erhaltung natürlicher Ressourcen, der ländlichen Entwicklung und der Stärkung wirtschaftlich nachhaltiger Strukturen.